Warte, warte, wir müssen noch filmen. Das kommt geht nicht, ersten das ist Video. Unscharf. Ja, klar geht das. Das muss scharf sein, ja. Ich zeig dir, wie das geht. Nein, das soll nicht so ein scheiß Ding. Das soll so professionell einfach... Sollen wir das echt aufschneiden? Ja, Katz, das macht man dafür. Ja. Sonst reißt du hier oben die Fläche kaputt. Na gut. Also muss ein echtes Messer drin gehen. Willkommen zu Hermes der Gaming. Nein, ich benutze ein Taschenmesser. Das willkommen auf YouTube und hier haben wir die Zelda The Wind Waker, die Spezialität. Das heißt davon. Ein Schweizer Taschenmesser. Geht doch, perfekt. Da muss ich nicht runterlaufen. Scheint auch noch halbwegs scharf zu sein. Mit chinesischen Nudeln. Weg mit The den Wind Nudeln. The Wind Waker featuring Ende Film. Chinesische ja, klar. Nudeln. Nudeln. Yum. Chinesische Nudeln. Wer will chinesische Nudeln? Hammi, hammi, hammi. Chinesische Nudeln sind so gut. Hammi, hammi, hammi. Oh mein Gott. Zurück zum Unboxing. Zurück zum Unboxing. Zelda Hyrule Historia. Ja, dann schneiden wir raus, oder? Hm? Ja, schneiden wir raus. Ja. Ja, vielleicht. Klappe die zwei. Na warte, Klappe gut. Zelda Unboxing, Szene 1 und Action. Yay! Das ist klassisch. Soll ich sagen? Ja, wir kommen hin zum Unboxing von der Zelda T-Shirt. Das ist ein Video zu sehen. Hi, sieht man mich? Hallo. Machen ein Unboxing. Kommt zum neuen Unboxing. Ernsthaft. Hier fahren. Ich brauche eine Musik dazu. Nee, die kannst du doch später einfügen. Die sehen sowieso scheiße. Nee, guck mal, keine Ahnung. Sorry, aber. Sieht das Ding denn gut? Ja, das ist perfekt. Das ist mein Bild. Du lädst es sowieso nicht hoch, Hermes. Wirklich perfekt. Ich vielleicht schon, hängt ab, ob es mir gefällt oder nicht. Da habe ich hier rum drauf. Ah, du hast mich fast mit dem Messer gestochen. Oh mein Gott. War der Kopf. Gut, bereit? Ja, mach mal. Ja, du machst mit, hier hin. Rein. Du wolltest ein Unboxing machen, jetzt komm, hör dich nicht. Ich habe das extra bis heute aufbewahrt. Ich habe sogar von Amazon einen Black bekommen. Oh. Schrecklich, oder? Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Mach mal rein, das Unboxing. Okay. Ich dir zeigen. Ja. Mach rein, du erklärst. Hier sehen Sie Ganondorf, das ist Link und das ist Zelda. Für die, die Zelda nicht kennen, die sich das Video sowieso nicht angucken. Deswegen wisst ihr das alles natürlich schon, wenn ihr das Video überhaupt guckt. Hier haben wir Zelda, das steht da. The Wind Waker HD. USK ja, ja. 6. Ja, ab 6 Jahren dürfen also sogar Kinder spielen. Und das, obwohl dieser böse Typ da drin ist. Hm. Auf der Oberseite. Auf der Oberseite sehen Sie ein schönes U mit einer Seekarte drunter. Wii U Logo. Ja. Auf der Rückseite. Auf der Rückseite ein paar Screenshots, irgendein Schrott, den keiner liest. Und tatsächlich, in Amerika ist das Spiel anscheinend ab 7. Oh mein Gott. So, seid ihr bereit? Jetzt wird unboxed. Jerome schneidet. Eine Seite ist offen. Ist nicht gut im Video. Das ist noch nicht ganz offen. Popcap, klar ist es offen. Oh Gott. Henrik, das Ding, das Ding. Oh, die Zuschauer sehen das gar nicht, was ich da runter tue. Das ist zu nah, müsst hier. So, genau. Stellen wir es mal weg. Genau, das ist das Spiel. Das echte Spiel. Unglaublich, oder? Ist es nicht wunderschön? So, machen wir weiter mit der Unboxing. Wohl ziemlich oft dahinter beschrieben, dass es auf Wii U ist. Was ist hier noch drin? Ist aber cool gemacht. Das ist andersrum in der Box. Nein, das ist doch voll scheiße. Was haben wir denn da? Ganondorf-Figur. Made in China. Unglaublich, aber wahr. Wieso nicht made in Japan? Hm, keine Ahnung. Weil es in China billiger war. Es ist nicht in Japan herzustellen. Mein Profi, der Techniker. Für Mona, falls sie das aufguckt. Er ist auch Techniker im Schneiden mit Messern. Kann man das sagen? Nee, oder? Nein, das hat man nicht. Na gut. Okay, der Profi ist er nicht, der Profi ist schon Leon, deswegen ist er nur höchst begabt. Nee. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Osterei. Knisterfolie! Yeah, das ist zu nah. Meine Kamera fokussiert nicht so schnell. Na,
nicht drauf. Ich hab Milchbrecker reingeworfen. Oh mein Gott, wie scheiße. Wir haben eine Plastikdose. Plastikglocke? Genau. Dafür, genau dafür. Und dazu eine Anleitung. Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, dass ich das letzte Stück raushole. Auf der sehen wir Ganondorf abgebildet. Und nun kommt's. Das, worauf ihr alle gewartet habt. Das darf ich jetzt raus. Hey! komm raus, du. Du fetter Alter. Los, zieh, zieh. Das ist wohl ziemlich knapp bemessen. Den haben wir denn da? Oh, sein Schwert ist krumm. Ab. Tada! Ganondorf! Yay! Der schlägt sich gerade hin. Jetzt komm schon, Schwert. Du musst schön gerade nach da kommen. Wieso hast du nicht Link als Paket gekauft? Weil ich Link schon hab. Wieso hast du nicht Zelda als Paket gekauft? Weil ich Zelda schon hab. Wieso ist das Spiel Zelda und das Link drauf? Die klassische Frage. Ja, wir haben hier also Ganondorf. Was ist das denn? So, sieht's richtig aus? Da. Nein, wie geht nochmal die Musik von Ganondorf? Oh, guck mal, was ich gerade bemerkt habe. Ja? Nee, doch nicht. Nein, eindeutig nicht. Und man kann ihn in seiner Haube schützen. Vor bösen Leuten und vor Staub. Ziemlich langweilig. Nee. Ziemlich langweilig. Ziemlich langweilig. Ja. Das war mein Unboxing von Dings. Das kann man gar nichts mehr damit machen. Klar, man kann es sich anschauen. Das war mein Unboxing von diesem Typen aus Zelda. Genau. Ja. Ich guck mal, ob ich Link finde, dann kann ich ihn dazustellen. Also Leute, kauft euch Zelda. Aber nicht, aber nicht diese Figur. Und das hier und kauft euch alles von Nintendo. Und bitte abonniert uns und abonniert Zelda. Abonniert Zelda und unseren Kanal. Hör auf. Oh. Und guck, bitte teilt dieses Video mit all euren Freunden. Ah. Oh mein Gott! Könnt ihr mal kämpfen lassen hier im Maßstab 1:0. Okay. Da. Hey, du hast den von deiner Startaufstellung. Nein. Oh! Jingo! Bitte, ich mach's so. Weil Link ja, klar, ich steht auf Gandorf der Nase herumtanzt. Weißt du, wie klein die Nase von Gandorf ist? Der Nase herumtanzt. Der passt da gar nicht drauf. Doch, doch, der passt hier drauf, ne? Nein, ich meine, der passt nicht auf seine Nase. Ernsthaft? Hallo, der hat das Schwert an der Hals, der ist tot. Du meinst wohl, dass Zelda ihm an der Nase reinpasst? Ne, dem hält er das Schwert an das Kind. Toll, das ist nicht ins Video. Okay, ja, noch Freunde. Ich konnte das Video eigentlich schon vor einer Viertelstunde beenden, aber. Soll ich das beenden? Ja. Na gut, also das war's vom super tollen Zelda Unboxing von The Wind Waker. Das ist nicht so toll, war, aber hey, eigentlich so super. So, guck, sie sind ein fröhliches Paar. So. Nein, hey! Link, was tust du? Link, du musst jetzt schön dastehen. So, jetzt nicht bewegen, Link. Los, geh da wieder rein, du musst das Unboxing neu drehen. Bitte schnell. Tada! Sind sie kein schönes Paar? Tada! Nein! Oh, okay, cool, dann war's das. Und tschüss! Jetzt gibt's noch eine Animation, wie dieser Karton sich immer sehr. Und. Schnitt. Schnitt!